Wie sehr ist die Welt retten, Social Entrepreneur sein, eine Form von Aufopferung und Selbstausbeutung? Und du hast es ja schon angesprochen, dieses Thema Personal Wellbeing ist im Grunde, und ich glaube, das zeigt sich immer mehr, und das zeigen auch immer mehr Studien und auch Wirkungsstudien, umso besser es mir als Menschen geht, umso eher bin ich in der Lage, auch zurückzugeben und gut die Veränderung auf die Welt, in die Welt zu bringen. Es gibt nicht nur eine Verantwortung auch von einer Organisation wie Ashoka gegenüber den Menschen, sie daran zu erinnern, dass sie auf sich selbst aufpassen müssen, sondern das ist quasi schon ein Muss. Ja, also auch unter Effizienzgesichtspunkten ist das wichtig. Ja.